Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In New York sind bei einer Explosion 29 Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Bürgermeister de Blasio wurde die Detonation im Stadtbezirk Manhattan vermutlich absichtlich herbeigeführt. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gäbe es bislang aber nicht. Sicherheitskreisen zufolge explodierte am Abend ein Müllcontainer im Ausgehviertel Chelsea. Wenige Blocks entfernt entdeckte die Polizei einen weiteren verdächtigen Gegenstand. Er wurde zur Untersuchung abtransportiert. In Berlin wird heute ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Prognosen zufolge werden SPD und CDU nicht genügend Stimmen erhalten, um ihre Koalition fortzuführen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet. Wahlforscher rechnen mit einer möglichen Dreierkoalition von SPD, Grünen und der Linkspartei. Erwartet wird, dass die AfD, wie bei den anderen 4 Landtagswahlen in diesem Jahr, auch in Berlin aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erzielt. Der Luftangriff auf syrische Regierungstruppen mit mindestens 60 Toten und 100 Verletzten hat im UN-Sicherheitsrat eine scharfe Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland ausgelöst. Nach einer Dringlichkeitssitzung sprach der russische UN-Botschafter von einer absichtlichen Attacke. Die USA räumten einen möglichen versehentlichen Beschuss durch die US-Luftwaffe ein, der sofort eingestellt wurde, als der Irrtum bemerkt wurde. In Russland wird heute ein neues Parlament gewählt. 14 Parteien bewerben sich um 450 Sitze in der Staatsduma. Es wird erwartet, dass die Regierungspartei Einiges Russland trotz einer Wirtschaftskrise wieder stärkste Kraft wird. Sie unterstützt die Politik von Präsident Putin. Erstmals nehmen auch die Bewohner der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim an der Abstimmung teil. Die deutschen Leichtathleten haben am vorletzten Tag der Paralympischen Spiele in Rio mehrere Medaillen gewonnen. Der unterschenkelamputierte Markus Rehm sicherte sich Gold im Weitsprung. Mit 8,21 Meter sprang er einen neuen paralympischen Rekord. Teamkollege Felix Streng holte im gleichen Wettbewerb Bronze. Bei den Frauen gewann die unterschenkelamputierte Vanessa Lowe Silber im 100-Meter-Sprint. Auch die teilgelähmte Irmgard Bensusen gewann Silber über 100 Meter. Die Wetteraussichten. Heute in der Südosthälfte zeitweiliger Regen, regional mit unwetterartigen Mengen, dagegen im Norden und Nordwesten eher freundlich und trocken. Höchstwerte zwischen 12 und 23 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.